Hallo, Lieben, seid zu herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Minecraft Mark. Wir befinden uns hier nach dem Livestream und vor dem Livestream, und zwar von dem lieben Peter. Hallo. Der da hinten steht irgendwo. Wo bist du denn? Hier bin ich. Vor deinem Haus, vor deiner Hut. Oh, meiner Hut. Hast du schon die schöne Hut gesehen hier? Die ich nee, du hast ausgebaut, habe ich gesehen, ne? Ja. Nicht schlecht mit dem Turm. Alter, das hat... Ich habe so lange... Im Endeffekt stand das ja schon alles, aber... Ja. Ich habe so lange gebraucht... Die Blöcke zu befüllen und sowas, ne? Ja, unnormal. Und hier ist meine unglaubliche Baumfarm. Ah, warte, wo bist du? Cent. Ah, da, ich sehe. Hallo. Na, was los? Ich wurde ja bei Skype angerufen, lass mich in Ruhe. So. Und wir haben heute was Fantastisches vor, wie schon bereits erwähnt. Genau. Ja, wow. Möchten wir ein bisschen... Das Finale machen. Und zwar das Finale im Twilight Forest, deswegen... Nehme ich aber mal kurz mal alle Maps raus, die ich ja so habe. Kann ich dir mal, Kev hatte noch ein paar Nether Cubes bestellt. Genau. Die und wollte ich dir gerne geben. Gib dir aber mal so fair, ich lasse mir 37 im System, den Rest kannst du haben. Achso, sehr, sehr geil, dankeschön. Weil, ein paar brauche ich auch noch. Ich krieg zwar ab und zu Erze, vielen lieben Dank. Jo. Die Nether Cubes sind für mich dafür da, damit ich die besten Solarpanels machen kann. Ach, daraus macht man die, sehr gut. Ja, also ich brauche 4 Stück, um... Einmal das ultimative Solarpanel zu machen und ich glaube, ich kann schon wieder welche craften lassen, denn ich zeig dir, ich kann das ja mal gucken. 16 von den schlechteren ergibt. Was fehlt mir denn noch? Das ist die Frage. Habe ich nicht genug geplündert? Geplündert? Hab ich nicht genug geplündert? Ich bin der Plündermeister. Mir fehlt 500 Kohle, 500 Yellowrite und 200 Iridium. Ey, aber nicht viel. Nächste Aufnahme habe ich das. Dann habe ich 4 beste Solarpanels und jedes von denen haut 4000 EU pro Tick raus. Kannst du Yellorium auch mit Yellowmeta machen? Ich kann prinzipiell alles machen mit Yellowmeta, aber ob sich das lohnt, ist die Frage, ne? Ach ja, gut, weil du halt viel Strom brauchst, ne, so gesehen. Ja, ich kann ja kurz mal gucken. Ich meine, es gibt ja... Ah ne, ich habe Yellowrite Ore hier. Benutzt er das denn nicht? Yellowrite... Muss man einschmelten, Yellowrite Ore wahrscheinlich, oder? Ja, kannst du auch vorher noch grinden. Mein ganzes Yellowrite ist alle. Ich kann ja gucken, ob er Yellowrite nimmt. Nee, nimmt er nicht. Ah, genau. Und ich guck nochmal Yellowrite Ohr. Hast du ein Yellowrite dabei? Nee, leider nicht. Ich habe gar keinen. Gar nichts mehr davon. Nee. Das Ding ist, kann der jetzt gerade überhaupt nicht sagen. Alter, der craftet mir hier zu schnell. Ich krieg hier nicht raus. Okay. Boah, ich habe mal Grafik gucken, auf Fast gestellt. Das macht schon 10 FPS manchmal aus. Ja. Und das sieht nicht schlechter aus als vorher, finde ich. So, wir haben Yellowrite. So. Und ich prüfe nur noch kurz, ob man das klonen kann, weil dummerweise kann man nicht alles klonen. Das ist... Yellowrite kann man zum Beispiel nicht klonen. Ach so, okay. Das geht nicht. Warte, ich mach mal ganz kurz Nacht, damit ich schlafen kann. Manche Sachen gehen, manche nicht. Und jetzt sehen wir erstmal raus. Ich weiß gar nicht, welche Map ist denn was gut. So. Was ist das? Warte, gleich fertig. Warte. Ist das bei dir auch so laut? What the fuck? Das höre ich bei mir hinten am Haus? Sind die Verkackeiern? Ich wundere mich schon. Fährt hier ein Bulldozer gleich meine Hütte ab, Alter? So laut war das? Ja, geil. Weil so kann ich schlafen, da ist der Regen weg. Mann, oh Mann, oh Mann. So. So. Ich habe mir ein Sword. Obwohl, ich glaube, ich baue mir nächstes Mal den Wettermacher. Das ist auch gut. So. Ah, hallo. Das Looting da. Na? Das Gute ist, ich habe mir jetzt ein... hier, ein Wireless Access Point gemacht und ich habe den mit so vielen Upgrades ausgestattet, dass ich sogar in deinem Haus auf mein System zugreifen kann. Achso, cool. Da kannst du mir mal Sachen vorbeibringen, coole. Ja, so 250 Blöcke und ja. Zack. Ich weiß gar nicht, wo waren wir stehen geblieben? Wir müssen den Urgast nochmal und den Naga nochmal töten, ne? Genau, damit jeder die Trophäe hat. Ne, warte, ne Hydra. Den Hydra-Kopf. Genau, Hydra und... Hä, bin ich jetzt wieder hier? Achso, die Map hat nicht aktualisiert. Und dann müssen wir quasi weitermachen und ins Schneegebiet. Vielleicht sollen wir jetzt ins Schneegebiet. Nee, ich würde sagen, wir machen erstmal das, was notwendig ist, oder? Okay. Das heißt, ich weiß gar nicht, welche, das ist die Maze Map, die brauchen wir nicht mehr. Dann Magic Map, da sind wir nicht drin, da sind wir auch nicht drin. Südosten vielleicht? Das ist hier eine Minecraft Map, die zeigt gar nichts. Das ist auch eine Minecraft Map, die zeigt auch gar nichts. Ich habe noch leckeres Hydra-Fleisch mit, das riecht gut. Ach, da sind wir. Okay, das heißt, wir brauchen die Hydra. Aber wir haben hier noch einen Gast, wir können den Gast erstmal töten, denke ich. Ja, wo? Hier ist ein Gast in der Nähe, warte. Ja, hier, in diese Richtung. Alles ich sehe deinen Schweif, das ist schon mal gut an einem Jetpack. Ja, ich habe da extra so ein Partikel-Upgrades gemacht. Ja. Ich finde das ganz schön.
Und diesmal müssen wir aufpassen, dass wir den unten ein bisschen killen und dass wir auch mal vielleicht ein bisschen zeigen, was da so Sache ist. Hat auch jeder von uns den Minotaurus-Kopf beispielsweise? Nee, ne? Ich glaube, da gab's einen Kopf. Nee, ich glaube, weiß nicht. Das war irgendwie also nur so ein Scheißboss. So. Also hier ist es auf jeden Fall. Den hatten wir noch nicht? Da unten ist der Gast. Ach, lol. Lol? Ja, der hat so einen riesigen Helm auf. Der passt nicht ganz. Hä? Ach ne, war ein normaler Gast, okay. What the fuck? One-hitted habe ich den, oder was? Du das? Ich habe den Bogen benutzt. Oh. Ah, da ist er. Warte, und hier gibt's so Sachen, man kann sich hier draufstellen. Was bringt das? Das ist so eine Gasfalle, glaube ich. Das heißt, ich lock den zu mir. Wow! Alter, ist er laut! Ja, guck mal, ich lock den zu mir. Also, es gibt hier auf jeden Fall eine Boss-Taktik. Die habe ich aber noch nicht so durchschaut. Ich meine, wir also fliegen ja eh rum. Ich mach dem gar kein Damage. Ne, du kannst ja nur mit Fernkampfwaffen Schaden zufügen. Ach so, tja, geil. Warte. Alter, ist das laut! Mega krass. Wow, der ist klein geworden. Der hat sich in 5 kleine gesplittet. Wo ist er hin? Wo bist du hin? Er hat 5 kleine... Ich glaube, der ist hier eingefangen in Ghost Trap. Ah, ich habe einen Down, ja. So. Ne, ich glaube, hier spawnen immer aus dieser Ghost Trap so ganz kleine. Also jetzt bin ich verwirrt. Bam. Hast du irgendwas eingesammelt von ihm? Ja, ich habe quasi die Truhe ist gespawnt. Ne, hier ist eine Kiste. Oh, die genau. Hast du geplündert schon? Jo. Den hattest du noch nicht, oder? Ja, den hatte ich noch nicht. Ja, warte, dann cool. Nimm. Und die Ghost Trap macht was? Die holt kleine raus? Das ist ja witzig. Ich hier bin so, bei dir. Hier ist so Musik, ne? Ja, da musst du dich draufstellen, guck. Alter. Der zieht die kleinen Gast so ran, das ist ziemlich cool. Ghostbusters. Ja, ist wirklich so. Hallo, ich will meine Sachen wieder haben, oder hast du in die Truhe gepackt? Achso, ne, warte, kann ich reinpacken? Ja, die waren da drin. Wunderschön, das heißt, jetzt brauchen wir noch eine Hydra und den nächsten Boss. Die Hydra, das Problem ist, ich habe meine Ressourcen alle gar nicht da. Wo sind wir denn? Da. Dahin, ich fliege einfach mal. Ich glaube, im Osten waren wir schon, quasi. Weiß, aber ich weiß nicht. Ja, das Problem ist, ich habe keine Ressourcen mehr für eine Karte. Ach so, ja, ich meine, wir können ja ein bisschen rumfliegen, nur nicht zu schnell, sonst kommt der Server wieder nicht nach. Ja, ich gehe jetzt erstmal in den Bereich, den wir schon kennen. Wow. Jo. Ich bleib mal bei dir. Ich werde was vergessen, sondern ich hover und anmache, bin ich schneller. Was? Schau mal. Genauso schnell wie ich? Bei mir stehst du... Ah, jetzt bist du geflogen. Also ich bin. Jetzt kommt der Server nicht mehr nach. Also alles, ich fliege. Alles dunkel. Warte. Wow. Ich stecke in Bäumen fest. Und. Ah, jetzt lädt es. Bist du einfach weiter in die Richtung? Ich fliege die ganze Zeit geradeaus nur. Achso, okay. Die Frage ist, okay, wir haben die Hydra ja schon einmal getötet. Genau. Also die nächste Stufe wäre eigentlich der Eisboss. Das heißt, wir können zum Eisboss fliegen. Ja, wenn wir eins haben, irgendwo. Aber ich erforsche erstmal die ganze Map hier. Das heißt, die Map. Das merke ich, weil... ja, genau, wir sind draußen. Du bist gekickt worden? Ja. Was, ich sehe das bei mir gar nicht. Also bei mir fliegt er weiter und aktualisiert die Map. Du wirst auch gekickt. Item. Er aktualisiert nur die Map auf dem Item, aber nicht die richtige Welt. Ach so, okay. Logging in. Das hat der Kev die Welt kaputt gemacht. Jetzt müssen wir einen neuen Twilight machen. Ich muss auch mal hier neu einloggen. Ich glaube, das wird hart. Pinging? Lol, ich glaube, der Server schreit gerade neu. Ich glaube, der Server, der pinkt nicht richtig. Was ist das denn für ein Server? What the fuck? Der soll nicht noch die Minigames da drüber laufen lassen. Haben wir ihn schon 1000 Mal gesagt. Das hält er nicht. Ganz einfach. In der Zeit kann man ja noch was trinken. Logging in. Oh mein Gott. Ich sowieso kein Falsch. Oh, jetzt. Oh. Er lockt sich ein und. Und dann regnet das hier noch in dem Scheiß-Biom. Entschuldigung. So. Oh. Offenbar falsch geflogen. Welche Koordinaten bist du? 2500. Alter. 160. Ich komme mal hinterher. Also ich fliege auch gerade weiter, die Karte,
Die ist auch gleich ganz erforscht. Oh, vielleicht haben wir Glück. Nee, das ist so ein... Wenn diese Spitzen nach unten zeigen, was ist das? Ich glaube, das ist eine Erzhöhle. Ja, stimmt, stimmt. Warte, ich bleib mal kurz stehen und aktualisiere meine Rüstung. Genau, bleib mal kurz stehen. Oh, schon wieder rausgekickt worden. Ich habe jetzt die ganze Map erforscht und ich fliege einfach zum Eisboss und sag dir, wo das ist. Ja, okay, gute Idee. Weil bei mir geht's auch nicht gerade. Weil der unbedingt. Server, der muss jetzt quasi mal die ganzen Bereiche aufdecken und generieren im Grunde und deswegen braucht er ein bisschen länger. Das kommt aber alles hinten dran auf einer Aufnahmezeit. Evitor left the game, okay. Das war richtig komisch. Ich bin ganze Zeit. Ich bin im Kreis geflogen, offenbar. Laut Karte. Achso, okay. Kann nicht sein. Ich bin ganze Zeit geflogen. Auf einmal hört der Lag auf. Und dann ist so. Dann fliege ich so kreuz und quer. Da bist du am Anfang. So, ich bin wieder drauf. Warte. Lol, ich stehe genauso wieder da, wo ich vorher stand. Ja, du darfst doch nichts machen. So, ich habe jetzt den Weg richtig. So. So. Also. Ich bin in den Baum gefangen auf einmal. Ich glaube, man darf ihn. Warte, ich gehe mal runter. Aber ohne Witz. Jetzt haben wir's. Das leckt aber richtig hart gerade wieder. Ne? Na, ich geh kurz zum. Bleib doch mal stehen, Kev. Ich bin doch gleich bei der Festung. Okay. Ja. Dann, So, es handelt sich nur noch um Sekunden. So. Das sind noch diese Yeti-Hüllen. Braucht man diese Yeti-Hüllen? Nee, ne? Nur den Boss. Doch, das ist doch der Yeti-Boss, oder? Also im Schneegebiet ist der Yeti. Dann bleib ich kurz stehen. Mach mal hier alles aus und check mal die Achievements. Lol, Downloading Statistik, ich kann ja nichts machen, wenn es laggt. Okay. Also ich bin ungefähr da und. Du bewegst dich gerade nicht. Jetzt ist es gespawnt. Warte, wo bist du jetzt nochmal? Koordinate? 2500, 0. Alter. Okay, warte. Ich fliege mal jetzt gerade nicht unbedingt. Alter, jetzt falle ich hier wieder von der Welt runter. Also ich sehe nur diesen einen Chunk, wo ich halt drinnen stehe gerade. Okay. Das ist gerade richtig hart hier. Ich mach das an Dirt fest, den ich abbaue. Und wenn da nichts draus ploppt, dann laggt's. Ja genau, da ist der Server noch nicht fertig. Nee. Ey. Vielleicht müssen wir noch eine halbe Stunde warten, bis das läuft. Vielleicht sollen wir uns ein Haus bauen. Echt blöd, ne? Ja, warte. Aber warum ist das denn so? So komisch war das eigentlich noch nie. Das finde ich krass. Hier. Ich meine, okay, wir sind schon schnell unterwegs, aber... Aber wir waren ja schon mal. War jetzt nicht so, als ob wir jetzt... Ja, so laggy? Ja. Warte mal, 1300. Jetzt bin ich mal beim Pilz gestrandet. Wie geil dann immer. Also ich flieg los und bin wieder an so einem Pilz. Jetzt schon wieder. Bin wieder beim Pilz. Geh mal hier nach oben. Also ich bin relativ nah. Ich weiß nicht. So, ich habe einfach Empfehlung, kann ich dir nur geben. Ich flieg einfach ein bisschen höher. block dich nicht. Okay, warte. Haben wir? Downloading Statistic and Achievements. Was haben wir da? Twilight Forest. So, ich bin jetzt nach oben geflogen. So, was hat uns eigentlich noch gefehlt? Wir haben Breaking the Maze. Find the Maze Breaker and pick up the secret Labyrinth Vault. Oh, haben wir noch gar nicht. 1500? Wir haben den Maze Breaker gar nicht gefunden. Haben wir keinen Maze Breaker gefunden? Nee. Options. Das Zepters Power nicht genutzt. Da oben, was müssen wir jetzt machen? Lol, Achievements dauert auch voll lange. Was ist denn da los? Line your garments with the shaft from the Alpha Yeti. Keeping yourself from the glacier's cold. Okay, das heißt, wir müssen hier, da wo ich bin, musst du auch hin. Jo, auf dem Weg. Ich bin jetzt bei 1700. Ja, ich stehe, glaube ich, direkt auf dem Berg, wo drunter der leben soll. Ich warte auf sie. So, 1800. 1700 wieder. Aber ich komm näher auf jeden Fall, warte. Ich suche schon mal den Yeti hier. Genau. Ich glaube, ich stehe wirklich genau auf dem Berg. Warte, ich gehe nochmal nach oben. Ja, den Yeti brauche ich nicht suchen, ich habe ihn schon gefunden, da ist er. Ich habe hier cool. So einen Baum, wo ich immer drin spawn. Okay. Alter. 2570, 33 ist der Eingang. Und ich schau mal auf der Karte, ob ich dich finde irgendwo. Na, ich bin gerade bei 70. Die Map doch wirklich geladen, ne? Ich meine, wenn ich auf J gucke, die Map ist geladen. Ne, bei mir nicht. Bei mir braucht der Server immer ein bisschen. Also auf J ist alles geladen bei mir. Wirklich. Ich muss immer also warten jetzt, bis der Baum hier ready ist. Und dann kann ich, glaube ich, weiter. Lol, wie er einfach einen Blitz runterkam. Oh, jetzt geht wieder weiter. Jetzt geht wieder weiter. Wirklich, die ganze Zeit nicht, ne? Also. Jetzt sehe ich auch den Sumpf. Baut sich auf.
Yum, yum, lecker. 1800, 2000. Jetzt sehe ich wieder nix. So, einfach weiterfliegen. Okay, einfach, ich fliege einfach durch. 2100. Du musst noch Leertaste nebenbei gedrückt halten, damit du hochfliegst. Ah, genau, gute Idee. Sonst bin ich gleich wieder irgendwo am Baum. Genau. Wo bist du? Welche Koordinaten bist du jetzt schon? Ich springe mal gerade zurück auf 2000. Jetzt bin ich 2100. Ah, nee, nach Norden nicht, nach Osten. Und die zweite Koordinate, Z, war? 0. Okay, das kriege ich hin. 2000, oh, weit ist es nicht mehr. 2300. Ich will mich jetzt eigentlich fast schon sehen. 2,4. Bald müsste er sichtbar sein, oben. Und 2,5. Also ich bleib mal stehen. Ich guck mal jetzt, wo ich jetzt auftauche, oder? Nee. Also bei ich minus bin jetzt 2000... zufällig? Bitte? Bist du zufällig beim Minus? Nee, 2538 und Z0 im Grunde. Ja. Ich komm mal runter, das ist auch ein Eisbiom. 2560 und Z ist bei mir... Ah, da, guck mal, da bist du. Hat ein bisschen gedauert hier. Lol, da stehst du. Lol. Da stehst du ja, aber... Ah, jetzt sehe ich dich. Warte kurz, warten, bis hier alles generiert. Was ist das denn? Ja, also hier in drinne ist ein fantastischer Boss. Alpha Yeti. Ja. Da sind noch ganz viele kleine Yetis. Ah, jetzt kommen die Yetis. Geil. Was, wo kommen die Yetis? Ne, die stehen da hinten. Achso, warte, lass sie noch ein bisschen laden lassen. Ja, lass sie warten bis... Ja, okay. Test. Okay, das ging. Ja, das dauert noch bei mir. Also bei mir ist... Ah, hier, warte. Oh, der greift mich, glaube ich, schon an. Ja, jetzt kommt. Er greift dich an. Hm? Alpha Yeti. Ich guck mir den Alpha Yeti von vorne an. Ich hab einen Stand. Ich messe den gerade schon im Kreis rundherum ab, aber passiert nichts. Also ohne Witz, das glaube ich im Moment, der irgendwie ist der Server gerade ein bisschen laggy. Ja, ich knalle wirklich volle Power auf den gerade drauf. Lol. Lol. Das, so sieht volle Power aus, indem du mich kickst oder was? Das ist volle Power, Leute. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich würde sagen, ja, wir haben ja nichts gemacht in dieser Folge. Ne, eben, wir sind ja nur unterwegs. Wir sind ja nur geleckt hier. Vielleicht kann ich das auch. Wir suchen den Yeti und dann sind wir beim Yeti. Oh, jetzt bin ich drinne und... Und? Ja, jetzt geht's. Oh ja, genau, jetzt geht's. Leute, Alpha Yeti macht seine kleinen Yeti-Freunde kaputt. Weil er AOE schmettert. Oh, lol. Alter, die packen ein. Geh mal zum Alpha Yeti und lass dich mal von dem drücken. Der gibt dir einen Sweet Hug. Die Kleinen hauen mich. Oh, jetzt krieg ich Schaden. Lol. Ja. Lass mal einen Sweet Hug geben vom Yeti. Vom Großen. Das ist der Beste. Wo ist denn der Große? Ist der draußen? Der ist in der Mitte. Ach so, lol. Ah, da. Nee, hä? Seh ich nicht. Ja, das ist der hier. Ich stehe jetzt drinne. Ich mach mal einmal die Night Vision on. Also ich seh ihn hier. LOL, er rastet aus. Siehst du, wie er mit den Armen fuchtelt? Ah, die tragen mich hier rum, warte mal. Er ist gleich tot, mein Lieber. Soll ich den töten? Ja, töte ja, mal. Ja, down. Voll geil so, ja, down. Seh so nichts. Einer rennt hier noch rum, ne? Okay, der war... Was war denn da los? Okay, aber, Warte, dieses Arctic Fuel müssen wir ja haben, ne? Ja, ich habe ein bisschen was davon gesammelt. Also, das Achievement habe ich gekriegt. Wir müssen ja alle töten. Und hier gibt es ja 4 Yetis drumherum. Ich würde sagen, wir töten alle 4. Dann machen wir uns da irgendwie Rüstung wahrscheinlich. Ah, wir brauchen den Alpha Fuhr. Aber eigentlich brauchen wir den nicht. Ich war da ja... Ich habe diesen Boss, der jetzt oben kommt, schon mal besiegt und habe die Trophäe. Dann hat man nur Slowness. Achso, okay. Aber ich habe den Erfolg noch nicht. Bam. Was war denn das? Guck mal, ich habe einen Eisbomb. Bleib mal stehen. Ja. Bleib mal stehen. Kriegst du was? Ah, lol. Okay, dann lasst uns den nächsten Yeti krallen. Der ist ja hier direkt um die Ecke, also folgt mir einfach. Da sind ja hier 4 Stück glücklicherweise drumherum. Okay, ich komme nach. Das ist ja chillig. Vielleicht sehe ich den auch diesmal. Du hast ihn wirklich gar nicht gesehen? Ja, einmal kurz und nach dem Relog war der halt nicht mehr da. Ist immer, wenn ich voll gut gelacht habe. Wie geil. Hast du gar nicht gesehen, wie wusstest du deswegen? Also ich bin jetzt wieder da. Aber jetzt lädt die Welt eigentlich ganz gut. Ja, jetzt ist gerade auch ganz gut. Also. Ach hier, ja lol. Wow! Peter! Oh! Was hast du gemacht? Ich hab doch nur den Yeti gehauen.
Du hast mich gehauen! Oh, so. Das an? Sorry, das war AE. LOL! Und ich bin jetzt 2000 Blöcke ohne Jetpack hier. Wirklich? Haben wir ein Portal gesetzt? Dann kann ich dir die Sachen eben vorbeibringen. Nein, haben wir nicht. Doch, warte. Da muss irgendwo ein Portal am Baum sein. Welche Farbe? Meinst du am Spawn? Ja. Oh, das gibt's doch nicht. Also am Spawn? Ich glaube, das wurde bestimmt schon resettet. Ne, ich habe noch zwei Portale hier drin. Ich weiß nur nicht mehr, welche Farbe das war. Welche? Orange ist hier. Dann mache ich blau, warte. Ah, ich bin da. Weißt du, was das Problem war? Mein Schwert hat AE. Er hat mich einfach... Wo ist mein Zeug? Hier, bei mir. Lass ich gerade alles fallen. Ach, gar kein Grabstein? Nee, lag alles hier, ohne Witz. Lol, kein Grabstein? Super krass. Mies Buggy hier. So. Ich wollte nur mal gucken, was du alles dabei hast, weißt du? Mann. Builders Wand. Guckt euch das an, es riecht den ganzen Müll. So. Mein Inventar also ist sauber. Die Axt, die Infused Axt fehlt noch. Dann muss sie hier noch liegen, weil die habe ich nicht aufgenommen. Und es fehlt noch ganz viel Fuhr und... Es fehlt voll viel. Ein halbes Inventar ist nur hier. Echt? Warte mal. Ja. Boah, ich mach erstmal die Dinger hier platt. Die gehen mir so auf den Sack. Fuhr und so hast du eingesammelt? Warte. Ich habe jetzt nichts mehr von dir. Warte, ich mach mal Magnet an. Also mir fehlt wirklich eigentlich jetzt nur was wichtig ist, diese Infused Axt, aber die hole ich mir notfalls wieder. Warte. Hä? Ich laufe hier einmal ab mit meinem Magnet. So. Deswegen haben wir bei der letzten Erkundungstour auch dieses Schwert nicht mitgenommen. Ja, danke sehr, by the way. Nochmal zur Erklärung, weil viele haben es ja nicht verstanden. Nicht schlimm. Weil das Ding kann ich mir relativ schnell neu craften. Okay, du hast ja jetzt die ganzen Pelze von denen, ne? 15 Stück habe ich. Du müsstest auch vom Boss die Pelze haben und den Boss selbst, oder? Warte. Ne, hat der nicht gedroppt? Voll buggy. Hast du den Erfolg? Warte, ich guck mal. Warte. Du siehst das nicht, wenn du in mich reinguckst. Nee, also ich hab ihn. Also ich weiß, dass ich ihn hab. Warte kurz. Also bei mir ist Twilight jetzt Forest. Defeat the Snow Queen. Oh, hab ich. Nee, hab ich nicht. Doch, Defeat the Snow Queen, richtig. Ja, okay, dann komm einfach mit. Ja. Fliegen wir jetzt weiter. Oh, ich brauch was zu essen, Alter. Und ich werde meinen Bogen benutzen. Du hast mein Essen auch abgezogen hier. Nee, ich hab keinen. Ah, doch, Fische hattest du? Ja. Hier. Guck dir das an, er klaut, wo er kann. Das ist unfassbar. So. Boah, ja. Diese Wölfe, ohne Witz. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt nur geradeaus fliegen, denn hier ist ein Turm. Und ganz oben auf diesem Turm, den Boss habe ich witzigerweise schon mal gekillt. Das ist lustig. Ich kann dir jetzt nicht sagen, in welchem Turm, aber in einem von diesen Türmen. Ach, da ist der Boss drin. Ich glaube, hier war ich auch schon mal in einem anderen Projekt, aber da habe ich nicht verstanden. Und ich habe sie. Hier bei mir direkt. Ach, da drin? Zufallstreffer. Genau. Ich hau da mal nicht rein, ne? Ja, hier ist ein Loch, ne? Also, ich hab schon eins gemacht. Alter, die ist ja fast down. Da ist sie. Hä? Ach da, jetzt seh ich's. Was macht die da? Komische Eisdinger hier sind. Glitscht die da oben so in der Decke? Wo ist sie denn in der Decke? Ja. Also, ich treff sie jetzt ab und zu. Oh ja, jetzt kassiert sie gerade, Dicke. Ja. Wie buggy das heute bei mir ist, ohne Witz. Ich sehe dich nur in der Luft rumschlagen, höre die Geräusche, aber sehe nichts. Oh, warte, Vorsicht zur Seite. Ja. Und die ist down. Und ciao. So. Ja. Hast du den Erfolg bekommen? Ja, und ich habe auch die Trophäe bekommen. Sehr geil, warte mal. Hast du den Erfolg nicht bekommen? Achievements. Ich glaube ja nicht. Obwohl, gib mir einmal die Trophäe, dann gebe ich dir die wieder. Ich glaube, die habe ich sogar. Müssen wir später nochmal gucken. Ich habe die hinter dich geworfen. Jo, hab ich. Nice, den Erfolg gekriegt? Jo. Perfekt, das heißt jetzt, was nun? Haben wir durch? Jetzt würde ich sagen, die Folge ist erstmal zu Ende. Die war jetzt ein bisschen länger aus dem Grund, weil wir halt 10 Minuten verloren haben, weil der Server nicht konnte. Aber wir hoffen natürlich, euch hat es trotzdem gefallen. In der nächsten Folge machen wir hier Clear. Das heißt 100% allem. Freut euch da schon mal drauf. Bis zur nächsten Folge. Bleibt geil und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.